Milch macht krank. Die Medical Tribune hat jetzt alle Ärzte gewarnt. Worum es jetzt genau geht, das erkläre ich euch in diesem Video. Hallihallo und herzlich willkommen, hier ist der Lars von Rohe Energie. Herzlich willkommen. Ja, ich habe ein lustiges T-Shirt an, das habe ich bei Amazon gekauft. Man sieht es, könnt ihr unten mal gucken. Gibt sehr coole vegane Shirts. Ich bin übrigens Veganer, deswegen ich nehme keine Milchprodukte zu mir. Seit ungefähr 7 Jahren sind wir hier auf YouTube und klären in Gesundheitsthemen auf und haben schon immer wieder über die letzten Jahre Videos gemacht zum Thema Milch. Habe ich euch auch unten alle verlinkt. Jetzt war es aber immer noch so, dass die Ärzte behauptet haben, ja, Milch ist gesund, gerade Osteoporose. Patientinnen sind ja oft Frauen, haben dann gesagt bekommen beim Arzt, essen Sie viel Joghurt und Käse und trinken Sie Milch, vielleicht noch fettarme Milch. Und dann ist das besser mit der Knochendichte. Mittlerweile ist das sehr widerlegt, ja, und trotzdem hatten die Ärzte immer noch falsche Informationen. Jetzt hat die Medical Tribune gerade, also es ist eine Fachzeitschrift, die größte Fachzeitschrift für Medizin, und ich nehme an, dass fast jeder Facharzt, Hausarzt Zugang zu diesen Informationen hat, am 13. März, das ist ja jetzt noch gar nicht so lange her, 2020, einen Artikel veröffentlicht, die Milch macht's nicht. Und ich möchte das jetzt gerne mal hier ein bisschen einblenden und ein paar Auszüge daraus vorlesen. Ich habe den Rest von dem Artikel unkenntlich gemacht. Das hat den Grund, weil ich ein Zitatrecht in Anspruch nehme, darf aber dann nicht den ganzen Artikel zeigen. Ne? Nur, dass ihr Verständnis habt, dass ich nur Auszüge daraus vorlese. Die Milch macht's nicht. Der Effekt des Calciums wird überschätzt. Boston. Milch wird gerne als gesundes Lebensmittel propagiert. Dass das Nahrungsmittel aber tatsächlich die Gesundheit fördert, kann eine Milchmädchenrechnung sein. Erwachsene und Kinder ab 9 Jahre sollen täglich 237 Milliliter Portionen Milch, Joghurt, Käse oder ähnliche Produkte zu sich nehmen, um die Kalziumversorgung zu gewährleisten und das Risiko für spätere Knochenbrüche zu minimieren. So lauten zumindest die US-amerikanischen Empfehlungen. Also das sind dann wahrscheinlich Cups, ne? Ein Cup ist 237 Milliliter, nehme ich wohl an. Das haben die dann umgerechnet für Deutschland. Ein wachstumsfördernder Cocktail. Des Weiteren handelt es sich bei Milch auch um einen Cocktail von wachstumsfördernden Hormonen und Aminosäuren. Ob der Effekt tatsächlich darauf zurückzuführen ist, bleibt unklar. Fakt ist aber, Milch führt selbst bei adäquater Ernährung zu größerem Längenwachstum. Und größere Menschen haben zwar ein geringeres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber ein höheres Risiko für Krebs, Hüftfrakturen und Lungenembolien. Das bedeutet, wenn man viel Milch in seiner Jugend gerade zu sich nimmt, dann ist das mit der Osteoporose, mit den Hüftbrüchen eher noch vorprogrammiert. Krebs halt auch. Außerdem profitiert die Knochendichte nur innerhalb des ersten Jahres von einer hohen Zufuhr des Minerals, also Calcium in der Milch. Das bedeutet, Kinder, die voll gestillt werden, das ist alles prima. Ja. Wenn die nicht gestillt werden können, kann man ja gerne irgendwelche Ersatzprodukte geben. Da gibt es ja auch hypoallergene Alternativen, mittlerweile auch sogar vegane Alternativen. Da muss natürlich draufstehen, für Säuglinge geeignet. Also nicht einfach irgendeine Hafermilch oder sowas nehmen, sondern wirklich speziell für Säuglinge. Und im ersten Jahr kann das zu Vorteilen führen und danach nicht mehr. Insgesamt ist die Knochendichte nicht mit der Calciumzufuhr assoziiert und weder bei Mengen von unter 555 Milligramm bis über 1100 Milligramm Calcium täglich noch beim Ausmaß des Milchkonsums besteht ein Zusammenhang zum Hüftfrakturrisiko. Bei Männern steigt es laut zweier Kohortenstudien im Alter sogar, und zwar um 9% mit jedem Glas Milch, das sie während der Jugend täglich getrunken haben. Übersetzt, ältere Männer, die in ihrer Jugend Milch getrunken haben, haben ein höheres Risiko an Hüftfrakturen zu erleiden, wenn die mal hinfallen zum Beispiel. Das ist ein ganz großes Problem im Alter. Die Leute fallen hin, stolpern, brechen sich die Hüfte, kommen ins Krankenhaus und kommen dann vielleicht nie wieder nach Hause. Das ist ein ganz großes Problem. Also mit jedem Glas Milch, was Männer in ihrer Jugend getrunken haben, steigt das Risiko um 9%. Also nicht so gut die Milch in der Jugend, in jungen Jahren fürs Alter.
Ein ähnliches Bild zeigt sich bei der Gesamtmortalität. Lediglich bei bestimmten Krebserkrankungen sind klare Zusammenhänge belegt. So steigert ein hoher Konsum von Milchprodukten klar das Risiko für Prostatakrebs und hier besonders für aggressive Formen. Auch Endometriumkarzinome sind häufiger. Beides lässt sich gut mit den Hormonen in der Milch in Einklang bringen. Das bedeutet also, Milch fördert auch das Krebswachstum, gerade das Wachstum von sehr aggressiven Krebs. Man muss sich das mal vorstellen, warum ist denn gerade Kuhmilch so schädlich für uns Menschen? Das Kälbchen muss sofort los mit der Mutter und muss mit der weglaufen. Ja, das ist ja nicht wie bei den Menschen, dass das rumgetragen wird und irgendwann mit einem Jahr, anderthalb fängt es an zu laufen. Nein, das kommt raus, stellt sich hin und kann mit der Mutter weggehen. Deswegen ist das wichtig, dass da ganz starke Wachstumshormone drin sind in der Milch, die dafür sorgen, dass das Kälbchen ganz, ganz schnell wächst. Und was für das Kälbchen gut ist in der Zeit, wo es noch ein Baby ist, ist umso schlechter für uns, wenn wir halt auch keine Babys mehr sind. Das bedeutet, wir nehmen diese Wachstumshormone zu uns und es wächst alles. Auch, ja, der Krebs. Der Krebs liebt Milchprodukte. Wenn ihr alles esst, dann lasst natürlich erstmal das rote Fleisch weg und dann sofort die Milchprodukte. Ja? Das ist wirklich etwas, was Allergien stark fördert und das Krebswachstum und das Hüftfrakturrisiko und im Endeffekt auch die Osteoporose. Also das Kalzium in der Milch ist nur was für Lebewesen unter einem Jahr und nicht für Erwachsene. Ja? Ganz wichtige Info, teilt dieses Video bitte auch mit allen Leuten, die ihr kennt, die viel Milch trinken. Ärzte können sich ab heute oder seit dem 13. März 2020 nicht mehr rausreden. Und wenn das euch jemand sagt, ja, trinken Sie doch viel Milch oder essen Sie viel Joghurt, dann weist die doch bitte mal auf dieses Video hin oder googelt das Ganze mal Medical Tribune. Ich gucke mal, ob ich es verlinken kann. Ich glaube es eher nicht. Das ist eine Fachzeitschrift, die ist intern. Wenn ich irgendwas finde, verlinke ich es euch unten nochmal in der Infobox. Ich bedanke mich bei euch. Hier sind noch weitere Videos, die euch gefallen könnten. Daumen hoch, Kanal abonnieren, Glöckchen aktivieren. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.